Die Entwickler haben gestern Abend ein neues Update für die Sims 4 veröffentlicht, in dem unter anderem neue Features wie das Teichtool, Grundstücksherausforderungen und vieles mehr implementiert wurden. Vorbereitend zur neuen Landhausleben-Erweiterung wurde ein größeres Update mit einigen neuen Features ins Spiel gebracht, unter anderem diese zwei neuen Frisuren. Die linke ist dabei komplett neu, die rechte allerdings stammt ursprünglich aus der An-die-Uni-Erweiterung. Die An-die-Uni-Frisur steht aber ebenfalls in den bunten Farben, wie wir sie schon kennen, bereit. Alle Altersstufen können die neuen Frisuren nutzen, mir persönlich gefallen diese ziemlich gut. Ebenfalls neu sind diese zwei Gemälde, die sich im Baumodus finden lassen. Jetzt aber ab zum neuen Gameplay, hier ist das größte neue Feature wohl das neue See-Tool. Dieses kann über den Baumodus verwendet werden, hier wurden allgemein die See- und Pool-Kategorien ein wenig umstrukturiert. Außerdem können nun viel mehr verschiedene, also auch extrem große oder kleine Pinselspitzen zur Bodenbearbeitung ausgewählt werden. Nachdem ihr den Boden an einer Stelle ein wenig abgesenkt habt, könnt ihr jetzt den Bereich mit Wasser füllen. Entweder ihr klickt an eine Stelle, um auf diese Höhe Wasser hinzuzufügen oder abzusenken, je nachdem was für ein Tool ihr ausgewählt habt, oder könnt es auch, wenn ihr mehrere Teiche auf einem Grundstück habt, auf eine immer gleiche Höhe festlegen. Wenn ihr die Höhenkarte aktiviert, seht ihr ebenfalls an welchen Stellen die Sims mit dem Wasser interagieren können. Türkis erlaubt kleinere Interaktionen am Wasser, dunkleres Blau lässt keinerlei Interaktionen zu. Danach könnt ihr Objekte aus der neuen Teichdekorationskategorie auswählen. Hier stehen verschiedene Wassertexturen, von denen es jetzt auch ein paar neue gibt, Teichobjekte, mit denen sich im See angeln lässt, sowie die neuen Teicheffekte zur Auswahl. An verschiedenen Effekten lassen sich hier beispielsweise Enten, Schwäne, Kaulquappen, Mücken, Blubbereffekte, Fische oder sogar Alligatoren platzieren. Wenn ihr aus dem Baumodus ins Spiel wechselt, verwandeln sich die Markierungen in die entsprechenden Tiere. Im Baumodus gab es aber noch eine andere kleine Änderung, und zwar wurden einige Grundstücksmerkmale in die neue Grundstücksherausforderung-Kategorie verschoben. Im Basisspiel lässt sich hier nur eines finden, mit anderen Packs aber erhält man hier einige mehr. Ab sofort ist es also möglich, alle diese Herausforderungen gleichzeitig anzunehmen und nicht wie früher maximal drei. Weiter können Kinder ab sofort selbstständig gärtnern und hierzu auch etwas von den erwachsenen Sims beigebracht bekommen, wodurch sich ihre Mentalfähigkeit verbessert. Alle Sims-Kinder können aber auch mit den Pflanzen sprechen. Wenn eure Sims zusammen ein Gericht zubereiten möchten, ist dieses ab sofort ebenfalls möglich. Bis zu 5 Sims können gemeinsam etwas kochen. Auch die Kinder können hier ab sofort mithelfen. Der Kalender, der vorher ein exklusives Jahreszeiten-Feature war, steht ab sofort für alle Spieler bereit. Dieser zeigt jetzt ebenfalls die Festivals aus der Ab-in-Schnee-Paradies, Landhausleben oder Großstadtleben-Erweiterung an, wenn ihr diese installiert habt. Das Notizbuch hat ebenfalls einen prominenteren Platz in der Benutzeroberfläche erhalten, mit dem ihr mehr Informationen zu Pflanzen, Fischen und viel mehr erhaltet. Sonstige Änderungen sind, dass man jetzt mit einem Klick auf das Porträt eines Sims ihn mit der Kamera verfolgen kann. Außerdem werden nun keine Objekte mehr ohne aktivierten Move Objects Cheat beim Platzieren eines Grundstücks entfernt. Haben eure Sims vielleicht keine Lust mehr auf das Kochen oder die ewig gleiche Pizza, die man im Spiel bestellen kann? Dann kann man jetzt mit dem neuen Zack auf den Tisch Lieferservice auch anderes Essen bestellen. Das war es soweit mit allen Neuerungen. Falls ihr die morgen um 19 Uhr erscheinende Landhausleben-Erweiterung deutlich günstiger für nur 32,34 € vorbestellen wollt, schaut in der Beschreibung bei Instant Gaming vorbei. In der Schweiz bekommt ihr das Pack sogar für nur 27,09 €. Außerdem findet ihr in der Beschreibung die 24. Folge von unserem Sim gehört Podcast, in der es ebenfalls um die neue Erweiterung geht. Mein Kollege Micha von simtimes.de konnte diese nämlich schon vorab anspielen. Was denkt ihr über das Update? Welches der neuen Features ist für euch die beste Ergänzung? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.